Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin euch wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel WWE Champions. Ich werde das Spiel mal starten. Zack, 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 und schnell. Ich muss nämlich gleich los. Und da ist das Spiel. Hallo, Stefan Red Dog. Genau, das bin ich. Stefan Red Dog. Und los. Red Dog Batak. Ich habe da letztes Mal auch gar nicht mehr weitergespielt. Also ich muss immer noch. Gerl. Einfordern, einfordern, einfordern. Ultimate Warrior. Heroic Champions. Ja, Ultimate Warrior. Nice. Muss ich den anfordern? Ah, so. Okay. Bewerbung. Tagesmission. Schon alle vier fertig? Nee. Abonnieren? Nein. Gewinne einen Kampf. Okay. Hol dir ein Gratis-Tasche. Gratis-Tasche. Einfordern. Haben wir gemacht. Zack. Gelb. Perfekt. Okay. Kampf gewinnt immer noch. Oh, da ist noch einer. Was kriege ich da jetzt? Den? Nee. Na gut, dann nicht. Erhöhe das Level eines Superstars. Wir haben ja einen neuen Superstar gekriegt, soweit ich mich erinnern kann. Genau, der hier. Und dann erhöhen wir den einfach um ein Level. Levelaufstieg. Ein Level. Level? Nee. Zack. Fertig. K.O. So sieht's aus. Abholen. Perfekt. Und jetzt erhöht das Level 1 Manövers eines Superstars. Da habe ich gerade gesehen, da war auch ein... warum machen wir es nicht einfach so? Auf los. Da war einer, genau, hier, auch beide sogar. Besser Stone Cold Austin, ne? Steve Austin, Stone Cold Steve Austin. Ja, ja. Ach, je. Den kann ich auch wieder wählen. Verbessern. Verbessern. Jetzt verbessern. Okay. Perfekt. Abholen. Wow, zwei Truhen. Und jetzt einen Kampf gewinnen. Eigentlich wäre es ganz leicht. Man könnte jetzt hier einfach schon einen Kampf nehmen, den man schon gewonnen hat. Ein Autokampf rausmachen, zack, hast du gewonnen, fertig. Aber ich möchte ja immer da probieren, wo noch Sterne fehlen. Also sprich, hier fehlt ein Stern. Dann werden wir da mal kämpfen. Das ist die Borsten und Ramon. Ja,
dann würde ich mal sagen, ich habe 2-4, die haben 1-6, ich werde gewinnen. Kommt nur drauf an, mit wie viel Sternen. Ich hoffe ja, mit genug. Also sprich 3 Sterne. Wollen wir uns den Auftritt anschauen? Ramon gegen Ramon. Okay, ich habe grün, schwarz, gelb. Gelb ist wichtig. Grün ist wichtiger. Zack. Bam. Nice. Grün, schwarz, gelb. Schwarz sehe ich nichts, grün sehe ich hier einmal, gelb sehe ich einmal. Ja. Nehme ich den, dann habe ich nochmal roten hinterher. Das ist nice. Und den blauen sogar. Ui! Bam! Ein Cover, ah, das bringt nicht, das hat noch so viel Leben. Aber hat schon gut reingehauen. Schwarz bringt nichts, grün bringt nichts, gelb. Ah, der ist noch nicht voll. Ärgerlich. Setze ich den rüber. Müsste da ein grüner hinter sein, dann hätte ich auch noch 4 lila, ne? Setze ich den so rüber. Geht alles ein bisschen runter, es bringt nichts. Probieren wir es. Ah, falsche Richtung. Ah! Ach nee. Ich bin ja ein Horst. Ich wollte in einer anderen Richtung. Ich habe sogar noch gesagt, so rum bringt es nichts. Und was mache ich so rum? Zu viel gedacht. So, jetzt. Der Gelbe. Verwende. Verwende. Boom. Boom. Gelb, schwarz, grün. Ach, den grün gleich hinterher. Verwenden. Das war der Finche. Bam. Und der. Ich bin noch nicht fertig mit den Schwarzen. Ah, es kommt dann noch raus, oder? Na, ich hab's geschafft. Das gibt's doch nicht. Mit 3 Sternen. Das sind doch 3 Sterne wert. Sicher. Habe ich es nicht gesagt. 3 Sterne. The Road. Genau. Aber hier fehlt noch ein Sieg mit 3 Sternen. Probieren wir uns gleich mal den auch noch aus. Eine alleine. Kann ich einen anderen nehmen? Ersetzen. Der ist. Was ist denn für ein Typ? Die sind alle auf Max. Die beiden sind grün. Er ist lila. Lila. Ich darf kein Grün nehmen. Ich muss ein Grau nehmen. Gut. Ersetzen. Ein Grauen habe ich nicht. Er ist lila, grau, gelb. Danach kommt gelb. Okay, dann nehmen wir The Rock. Natürlich nehmen wir The Rock. Jo. Gelb, blau, schwarz. Gelb haben wir viel. Schwarz haben wir gar nichts. Blau haben wir auch nichts. Ich probiere den gelben hier runter zu ziehen. Das bringt nichts. Dann hätte der Gegner weiß. Und ich danach keinen blauen. Ich weiß nicht.
Komm, machen wir einfach. Vielleicht nimmt er den weißen, wenn ich nämlich den. Ah, er nimmt den weißen. Also. Da habe ich Vierer gelb. Nice. Blau, schwarz, schwarz, gelb. Nichts dabei für mich. Sowas ist ärgerlich. Jetzt kann ich nur mal einen Schlag nur machen. Blau, komme ich zum Blauen? Glaube ich. Schwarz kriege ich auch nicht hin. Egal. Das nimmt der Lila. Ach. Wer wusste ich das? Ein Rot in... Oh, Viererreihe. Auch nicht für mich. Aber es wäre ein heftiger Schlag auf jeden Fall. Nehmen wir den heftigen Schlag. Oh, Mist. Jetzt hat er alle seine Fähigkeiten voll. Dann fangen wir mal an mit meiner Fischfähigkeit. Bin ich hier. Bam, bam, bam. Ja, blau. Okay, finnische füllt gleich mit Cover. Jawohl, gewonnen. Ah, es sind nur zwei Sterne. Oh, vielleicht noch drei. Die Ringseile sahen aus wie Laser. Schwerter. Nice. Dann haben wir jetzt endlich das ganze Turnier geschafft. Mit 24 Sternen. Kriegt eigentlich jetzt irgendeinen Bonus für? Wäre doch eigentlich nice, oder nicht? Wir gehen nochmal reinschauen. Ba, 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 bam. Ich wollte nicht kämpfen. Na gut. Dann gehen wir jetzt nach Orlando. Den ersten Kampf in Orlando. Ja, schauen wir mal. Er ist lila. Also ich müsste ja jetzt kein Grün nehmen. Grün war ja ganz schlecht gegen lila. Lila stärker als Grün. Also müsste ich Gelb nehmen. Gelb. Er ist angeschlagen. Dann kommt jetzt John Cena. Ich glaube, den haben wir letztes Mal nicht gehabt. Also ich hatte den schon, aber haben wir nicht mitgespielt. Deswegen werden wir mal schauen, wie es John Cena in Klammern mir gelingt. Ramon. Eine Reinzuwirkung. Reinzuwirkung, das hört sich auch an. Ein Vierer gelber. Boah, nice. Ein Grüner, Grüner. Rot, Rot. Ne, der Vierer gelbe ist der beste. Bam. Gleich einen heftigen Schlag. Den kriege ich einen normalen Schlag, okay. Grün. Rot, Vierer, Fünfer rot. Nice. Da ist ein Stern. Und der ist leider für ihn, nicht für mich. Oh, Fähigkeit, Fähigkeit. Verwenden. Ein gelber Vierer. Oh, nice. Und die Finish Move Fähigkeit ist frei. Okay, die kriege ich danach erst. Er hat den Stern benutzt. Die Sachen. Finisher.
So, das war dein Ende. Hoffe ich. Ah. Er ist rausgekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Fantastisch. Puh. Nein. Also, jetzt müssen wir... Grün Fünfer. Jo, ich bin raus. Joker. Da, jetzt kriegst du meine Fähigkeit. Bam. Und... Nee. Obwohl, nee, der ist doof, der ist doof, der ist doof, den nicht. Nimm mal den. Okay. Achso, die waren immer rot. Hm. Egal. Ich wollte dir nochmal eine Chance geben. Lila. Das bringt mir nichts. Wenn ich den rüberziehe, das bringt mir nichts. Ich nehme einfach einen Dreier. Ein roten Dreier. Gelb. Grün. Na, ein roten Dreier. Ah, ist ein Finisher. Ich hoffe, ich komme da raus. Wow. Ich werde gepinnt. Eins. Ach, ich habe noch so viel Leben. Okay, das war dein Ende. Hasta la vista. You can see me? Bam. Und gelb, rot, grün, grün 4. Juhu! Das ist der Sieg. Er wird gepinnt. Yes. Ah, 2 Sterne bestimmt nur. Oh, 3 Sterne. Seamus. Seamus? Ich dachte mal, er hieß Seamen. Aber Seamus. Okay, Seamus. So, Seamus. Ich mach dich zum Apfelmus. Ach, lilaner Gegner. Ich hab doch kein Game mehr frei. Ich hab noch 40 Verbandskäste. Dann ersetzen wir den mal. Grün kann ich nicht nehmen. Sieht sie eigentlich mit den roten aus. Ach, auch nicht so gut. Komm. Throck, du hast geheilt. Du kannst wieder kämpfen. Überspringen. Brauchen wir nicht sehen. Gelb, blau, schwarz. Gelb. Blau, schwarz sind nur 3 da. Okay. Gelb. Dann hat er ein grün. Blau. Nice. Jetzt hat er Grün trotzdem. Boah, 4er Grün, den habe ich gar nicht gesehen. Aber wäre ich auch nicht reingekommen. Nur mit dem normalen Schlag. Oder heftiger Schlag. Grün? Nee, warum soll ich Grün nehmen? Ich nehme ja Gelb. Jawohl. Er hat noch so viel Leben. Oh, da ist ein Grüner. Ich brauche kein Grün. Ich brauche Blau,
gelb und schwarz. Schwarz sind noch zwei da. Blau könnte ich drei nehmen. Gelb gar nichts. Dann nehme ich blau. Ach, jetzt habe ich ihn um vier reingelegt. Nein, wusste ich doch. Anwenden. Okay. Wähle zwei Günste. In gelben. Okay. Und der soll gelb werden. Und. Oder nee? Doch. Und wenn ich den gelb mache, kriege ich noch meinen grünen hinterher. Hm? Nice. So. Ja. Game over. Und voll. Und nicht was. 3 Sterne. Subi. Xavier Woods. Er ist auch wieder leer. Das gibt's doch nicht. Wollt ihr mich hier alle verarschen? Warum stellen sie mir immer hier lilane Gegner hin? Es gibt nur noch andere Farben. Boah, okay. Nice. Zack. Und nachzudenken, gleich den 4er Game genommen. Immer gut. Gelb, 3er. Blau, 3er, 3er. Schwarz gibt's wieder nichts. Ich nehme den gelben. Zack. Jetzt könnte er einen blauen 4er, den hat er auch genommen. War ja klar. Dann nehme ich den schwarzen. Bei schwarz habe ich glaube ich noch gar nicht gehabt. Oder? Ich weiß es nicht. Blau, blau, blau. Da. Oh, hier ist lila. Er benutzt seine Fähigkeit. Okay. Das war dein Ende. Ich hoffe, er weiß das. Wenn nicht, wird das gleich spüren. Blau. Wir fangen an mit Schwarz. Erstmal eine kleine Aufwärmübung. Und danach. Wow! Nice. Danach gehen wir weiter über nach Blau. In Gelb umwandeln. Das ist doch nice. Hier, zack, zack. Haben wir einen 4er, einen 3er gleich mit dabei. Bam. Bam. Ach, cool, gleich gepinnt. Game over. Aber ich habe sehr viel Leben verloren. Das ist nicht sehr gut. Trotzdem 3 Sterne. War bestimmt noch gerade mal so eine Grenze gewesen mit den 3 Sternen. Take Team. Ein Take Team in Orlando. Da sind ein grauer und ein lilaner. Das heißt, ich werde keinen grünen nehmen. Setzen. Wir haben einen grauen, einen lilanen. Wir brauchen gelbe. Also, das wäre einmal The Rock und John Cena. Jetzt muss ich einmal weit heilen. Ich könnte auch mit angeschlagenen Kämpfer kämpfen. Allerdings
ist die Chance, dass ich 3 Sterne hole, dann sehr gering. Gelb, blau, schwarz. Blau. Gelb. Das war's. Mehr sehe ich nicht. Setze ich den runter, ist der weiße unten. Setze ich den runter. Überraschung. Okay. Fangen wir mit Blau an. Gelb. Blau gibt's nicht. Schwarz gibt's auch nicht. Nur den Eingeben gibt es. Zack. Kein Gelb, kein Schwarzen, kein Blauen. Ich muss. Er hat eine Fähigkeit freigeschaltet. Ich muss ihn auf jeden Fall irgendwie nur so schlagen. Mit den lilanen oder den grünen. Lilanen, roten. Bring mich in den Ring. Erstmal schauen, wenn ich jetzt die Fähigkeit frei habe, bringe ich ihn in den Ring, ansonsten nicht. Ich meinte, wenn ich keine frei habe, bringe ich ihn in den Ring. So. Zack. Abwechseln. Gelb, Rot, Grün. Grün ist da. Rot ist da. Gelb noch nicht. Ich probiere immer so weit möglich, wie es so weit unten wie geht, anzufangen. Mit die Farben, damit ich vielleicht mehrere Kombinationen, weil wenn ich hier oben das mache, habe ich nur die Chance, hier oben eine Kombination hinzukriegen. Und das ist sehr gering. Deswegen probiere ich immer so tief wie möglich anzufangen. Und zack, 2 Kombinationen. Und die Fähigkeit freigeschaltet, die er jetzt gleich zu spüren kriegt. Wir fangen mit Grün an, mit der schwächsten Fähigkeit. Wähle 2 gewinnen. Die werden rot. Rot. Können 5er ausmachen. Okay. Bam. So, die nächste Fähigkeit. You can see me. Okay, und gelb. Gelb ist gut. Hier ist ein gelber, hier ist ein Stern. Ich würde auch jetzt mal 2 weiße Kisten sammeln. Nur für bonusmäßig. Jetzt gelb. Geht nix. Grün geht hier. Das war's. Und rot geht da. Wobei ist die gleiche Höhe. Wenn ich den runtersetze, gehen alle einen runter. Der Gegner etwas Blaues, wenn ich den untersetze. Ich glaube, der Rot ist besser. Oder doch lieber Grün? Ach, mit einem Grün. Die schwächere Fähigkeit. Schnell aufgeladen. Okay. Da will einer einen Ring. Ich habe keine Fähigkeit frei. Also. Komm rein, zeig was du kannst. Er hat auch leider nichts voll. Das für ein Kombo-Schlag bringt mir zwar nichts für die Fähigkeiten, aber haut ihn ganz schön einen rein. Gelb, blau, schwarz, gelb, blau, schwarz.
Ich probier's mit denen hier. Da, rüber. Er wendet eine Fähigkeit an. Er hat mich erwischt. Er wendet die nächste Fähigkeit an. Und wieder hart getroffen. Jetzt klatscht er ab. Jetzt macht der andere weiter mit der Fähigkeit. Nicht mit mir. Zack. Auf jeden Fall, ein Stern ist weg. Gelb. Boah, mach mal hier, gelb. 6 Stück in einer Reihe. Eigentlich doof, ich hätte hier reinmachen müssen. Das sah nur cool aus. Finische mit Pin. Und das habe ich gewonnen. Er hat nur 700 Leben. Zack. Null. Bam. Und er wird gepinnt. Jawohl. 2 Sterne. Ach, doch noch 3? Schon 10er war ja noch ziemlich voll gewesen. Ne, 2 Sterne. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ja. Ich hole noch schnell meine Tagesquest ab. Orlando, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich habe da was gekriegt. Ach nee, das sind diese roten Punkte, wo ich vielleicht mal was geschenkt kriegen könnte. Was ist denn das? Ist da angeschissen worden? Glaube ich auch nichts. Da habe ich auch nichts. Abholen. Bam. Nice. Managerpunkte. Super. Ich habe was gekriegt. Ein Dingens krieg ich, ne? So ein Rucksack. Und was soll ich denn mit Ramon hier? Gibt's da nicht einen anderen? Ah. Den habe ich ja auch schon. Ich möchte den anderen. Weg hier. Ach, einer von den beiden. Bah. Dann nehme ich Ramon. Weil es Rockfire, glaube ich, schon auf 2 Sterne. Ach, ist eine Überraschung. Schon 10er, 20 Sterne. So war das. Okay. Gut, dann bin ich dabei. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nicht mehr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Juhu! Schönes Bild übrigens.